Rahmenkiste gesehen? Seit ganz schön gealtert in der Zeit jetzt hier. Krass, so. Meine Damen und Herren, wir befinden uns beim Videodreh zu Hast du Angst? Meine Damen und Herren, was ist mit Diverse? Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe direkt so eine Telefonseelsorge vorgeschlagen bei dem YouTube-Video unten runter. Oh, einfach. Ist ja einfacher, als ich dachte. Das ja. Ende dadurch, oder? Guten Morgen. Ich bin der nette Tod von nebenan. Okay, also das ist gut? Ja. Ihr seht ganz schön mitgenommen aus. Das ist alles nachher noch dunkel, so ein bisschen leer. Oh, Alter. Na dann. Yeah. Viel Spaß. Also, theoretisch ist das eine Art Kapuze. Ja, oh, das ist aber not... Ja, nicht schwer noch. Hier. Aber das schneidet ja gut hier. So. Boah, also das sieht geil aus. Okay, Tobi? Jo. Okay. Ich will gar nicht hier sitzen. Ich will hier gar nicht sitzen. Bleib mal da, sonst fällt dir nach hinten runter. Hast du Angst? Nö. Hast du Angst? So, wir haben jetzt Meterware hier. Und daraus werden wir uns jetzt mal ein schönes Gewand basteln. Wäre es nicht sinnvoll, ein Kopfloch reinzumachen? Boah, noch geiler. Und dann links und rechts einfach so die... Der Tobi hat gute Ideen. Ja, genau, so. Kopf. So. Und dann kann man es zusammenbilden. Dann kann man es schön zusammenbilden. Leg dir doch mal über und mess mal, wie viel man rechts und links haben will. Wenn es gut aussehen soll. Bisschen kürzer, weil der Kopf muss ja abrechnen gleich. Noch? Möglichst knapp erstmal, hä? Ja. Hast du Angst? Hast du Angst? Machst du das mal? Den Tobi festbinden an Füßen und auch oben am Oberkörper. Angst. Hast du Angst? Tobi kriegt jetzt einen Nagel in die Hand gehauen. Und das wird auch Zeit. Das wird wirklich Zeit. Mhm. Endlich. So machen, dass es halt, ich lasse von oben laufen und dann läuft es runter. Cool. Mittag. Nochmal. Let's go. Hey Tobi, du bist so rot. War nicht so mein Tag heute. Irgendwie. Hast du Angst? Hast du Angst in der Dunkelheit? Also die Nägel werfen. Und aufmachen wäre ja auch geil. Erst ziehen, wiederum zumachen, die Nägel schmeißen, zuhämmern. Und dann das mit der Schaufel ganz abholen. Da siehst du es erstmal mein Gesicht, wie es so hochkommt. Schön Bewegung drin, dann sieht es irgendwie anständig und krasser aus. Ja, das finde ich gut. Und wir schwenken jetzt zu. Ich werde in einem Sarg heute begraben. Lebendig begraben. Oh. Ja, ich muss mich jetzt noch dreckig machen. Angst.
achtest. Ich mach Licht. Ja, das ist doch gut so, ja. Wir fahren von oben ein bisschen runter, gell? Ja. Zusammen, gemeinsam. Okay, dann 3, 2, 1, go. Reicht auch ein Tuch, was man einfach so ein bisschen auswäscht. Wir müssen den Kessel dicht kriegen, weil der René, der wird hier drin ertränkt. Dafür muss er natürlich dicht sein, sonst kann er ja unmöglich ertrinken. Also die Aufnahme läuft schon, ich tropfe gleich das Wasser runter. Du kannst wach werden und langsam hochgucken. Ah! Ah! Rein ins Wasser. Wir sind hier mitten im Wald, Dreharbeiten zu. Hast du Angst? Hey, film mich nicht. Die Männer allein im Wald, das kann nicht gut enden, glaube ich. Welche sind jetzt die richtigen, welche sind die giftigen Filme? Ja. Keine Ahnung. Wir haben aufgerüstet, wie ihr sehen könnt, oder besser gesagt, der Eugen hat aufgerüstet. Wir sind jetzt echt gut ausgestattet. Das ist Eugen Spielberg. Eugen Spielberg? Der Eugen Spielberg. Spiel am Berg, genau. ein Gefummel hier. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht. Ich bin noch jedes Mal überrascht, wenn es klappt. Marco macht sich schon fertig, das ist nämlich heute unser Bösewicht. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, ich schäme mich ein bisschen, weil ich muss mich jetzt ausziehen. Bösewicht. Von der Kamera ausziehen ist immer so ein Ding, weißt du? Ja. Gestern hatten wir es noch davon, ne? Wie das doch aussehen muss, wenn ihr in voller Montur an irgendwelchen Spaziergängern vorbeirennt. Und da kommen wir. Und da kommen welche. Ich mache jetzt mal aus. Oh! Ei, 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 ei. Ja. Nice legs! Komm mal hier aus dem Bild raus. Hallo? Ja, ja, ja. Und dann mal schön verteilen, dass das Ganze ein bisschen leicht ist. Ach, wollte ich schon mal was schminken. Bisschen abwinken. Das zierliche Eichhörnchen ist auf der Futtersuche, um Nahrung und Vorräte für den Winter zu sammeln. Liebe Tierfreunde, Bobby Gimbel. Komm, fang mal noch ein bisschen weiter hinten an. Go! Okay. Tag, dann go. Kannst du jetzt mal nicht geradeaus, sondern ein bisschen mehr doch noch mal nach links drehen und lieber so nach links werfen? Kommt nur die Beine eigentlich. Ja. Okay. Go. Hast du Angst? Das sieht schon ganz cool aus. Ist die Leiche nach Ihrem Geschmack, Herr Spielberg? Wunderbar. Ein Traum. Das ist ein Traumleiche, wie man sich immer vorstellt. Die Zigarette danach. Angst.
Hallo. So rum, genau. René, das sieht derartig krass aus. Mittag. Na, hat einer Hunger? Fucking jetzt schon. Ja, das René. Ja, ja, ist klar. So. Aber seht ihr jetzt, was ich gemeint habe mit dem Schwarz? Das Schwarz muss dahin, damit der Effekt da ist. Ja, ja, ja. Sie ist die Panik, sie ist die Phobie. Dein größter Albtraum, so schlimm war es nie. Du flehst, du zitterst, du witterst Gefahr. Du riechst sie, doch sie ist unsichtbar. Sie lauert hinter jeder Ecke. Sie liegt unter deiner Decke. Sie malt die Schatten an deine Wand. Wieder und wieder bringt sie dich um den Verstand. Immerzu bist du auf der Flucht. Trittst auf den Abgrund zu und stürzt in die Schlucht. Die Pupillen geweitet, es pumpt das Adrenalin. Du leckst ihre Stiefel und sie richtet dich hin. Hast du Angst? Das ist schön hier. Ja, was geht? Schon da vorne drüber, hat sich da irgendein Lichtsensor oder hier so? Hier wird gespielt. Frage. Ja, ich würde minimal kleben. Nee, ruhig so, dass man den Tisch ein bisschen sieht, ja. Ja, aber dann sieht man halt auch die Schienen, ne? Das sind zwei. Das ist halt irgendwie, das müsste halt... Du siehst dir immer wieder ins Gesicht, denn wegschauen gelingt dir nicht. Sie ist die Ware, zugleich das Gesetz, und wer sie zulässt, der wird leicht verletzt. Du bist gefangen in ihrem Bann und weißt genau, dass niemand helfen kann. Du bist gefesselt an ihre Kette. Du bist ihre Marionette. Seit Jahren schon schläfst du nur bei Licht. Doch was immer du tust, entkommen kannst du nicht. Immerzu bist du auf der Flucht. Trittst auf den Abgrund zu und stürzt in die Schlucht. Die Pupillen geweitet, es pumpt das Adrenalin. Du leckst ihre Stiefel und sie richtet dich hin. Hast du Angst in der Dunkelheit? Hast du Angst vor der Einsamkeit?